Hi und willkommen zurück bei Leonex. Und heute endlich mal wieder Rollstuhlbasketball, weil letzte Woche war ja gar nicht. Schade. Ja, schade eigentlich. Und ja, morgen noch ein Spiel. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich Bock habe, da hinzugehen. Im Moment kotzt mich alles so dermaßen an. Weil wir waren gerade eben noch mit meinem Bruder die dämliche Shisha abholen, die er sich bestellt hatte, über meinen Namen. Und der Kerl kotzt mich einfach so dermaßen an. Das ist so ein Kotzbrot und nervig. Nein, du meinst diesen Fahrschüler da vorne. Nein. Ja, was? Lass ihn doch, der ist Schüler. Der kann nichts dafür. Nee, aber es ging mir auf den Sack. Die ganze Woche ging mir sowieso auf den Sack. Ich höre ständig irgendwas, Leon kannst du und Leon willst und Leon machst du. Und vor allem dann der da hinten kam, der gestern am Feiertag zu mir, ja, wir wollen ja jetzt nach Holland, ne? Ich wusste davon gar nichts. Hast du dem geflüstert, dass wir am Donnerstag nach Holland fahren wollten? Ich hatte nämlich absolut keine Ahnung davon. Ich sollte dich nur fragen. Nee, wir hatten mal gesagt, dass wir irgendwann an einem Wochenende mal nach Holland fahren. Alter, was ist das denn? Kürbis, Bruder. Ja, Entschuldigung, kann ich nicht riechen. Kürbis, Bruder, ist hier. Ist mir doch wurscht. Nee, und dann kam er halt an, wir fahren jetzt nach Holland. Ich wusste davon gar nicht. Ich hab nicht gesagt, wir fahren nach Holland. Ich hab gesagt, ob du Lust hättest, nach Holland zu fahren. Nee, du hast gesagt, wir fahren ja jetzt nach Holland. Ich hab nicht gesagt, dass wir jetzt sofort kein nach Holland fahren. Hast du gesagt? Ich hab nur gesagt, ob du Lust hättest, zu fahren nach Holland. Hätte ich gesagt, nein. Ja, und dann fingst du wieder an, warum denn nicht? Warum denn nicht? Ja, jetzt chillt, Jungs. Vor allem, du wolltest genau an dem Tag direkt nach Holland fahren. Ich hab dir gesagt, nee, ich mach das nicht spontan. Wenn du mir weiter damit nervst, dann fahren wir überhaupt nicht nach Holland. Ja, fahren wir halt nicht mehr. Ja, nee, mir kann das egal sein. Ich wollte da sowieso nicht hin. Du wolltest da hin. Ist doch alles gut. Ja, chillt jetzt. Chillt, kein Stress. Boah, kotzt mich das schon wieder an. Na, egal. Ich hoffe, heute Abend habe ich wenigstens meine Ruhe. Ich musste gestern Abend schon wieder Taxi spielen, hab mir zwar 15 Euro eingebracht, aber das ist nervig. Was ist das, Win-Toxin? Hä? Wie heißt das Spiel? Wie, welches Spiel? Du hast irgendwas mit 15 Euro eingebracht, Win-Toxin oder was? Ich musste gestern Abend Taxi spielen. Ach so, Taxi spielen. Das hat mir zwar 15 Euro eingebracht, aber es ist trotzdem nervig. Ich hab für den DAX verstanden und dann irgendwie 15 Euro gewonnen oder so, was weiß ich. Sagen, was ist das für ein Spiel? Das ist am Spielautomaten, weißt du? Hör mal zu, ich bin der Spielautomat-Profi, Alter. Du bist gar nichts. Natürlich, Alter. 20 Cent Einsatz, 4 Vorteile. Das Rockteil, der im Rollstuhl sitzt, wird das reicht. 240 Euro, zack. Und dann so blöd sein, das in die Basketballgruppe zu schicken, ne? Ich hab's versehen, ich in die Gruppe. Ich wollte das bei der Klassengruppe schicken, den Robert. Ne? Auf einmal schick ich das einfach in den Rollstuhl-Basketball. Scheiße, ich hab mich voll. Egal. Ja, Mai, oh Mai, oh Mai, oh Mai, oh Mai. Ich hole einfach. Egal. Ich frag mich eigentlich, warum du immer noch mitkommst, Dennis. Hey! Ja. Warum du immer noch mitkommst, ist mir ein Rätsel. Er macht die Aufnahmen. Der macht da gar keine Aufnahmen in letzter Zeit. Ja, der macht da wieder heute mal ein paar Aufnahmen. Kann ich machen. Oder beim Morgen im Spiel, das wäre auch schön eigentlich, so YouTube so ein Spiel zu filmen. Hast du doch deine Kim dafür. Nee, die koppe ich. Echt nicht? Nee. Oh. Nee, nee. Oh. Ich hab's mir anders überlegt. Keiner kommt. Schade. Dennis glaube ich auch nicht. Ja, will ich auch nicht. Ist ja okay. Vielleicht fahren wir auch nicht. Oh. Dann hab ich Arschkarte. Ja. Boah, morgen ist da richtig Stress, ne? Beim Turnier, weißt du warum? Ja. Meine alte Mannschaft ist dort, die Basketbiers in Krefeld. Und ich bin da ja immer noch angemeldet und bin seit Sommer nicht mehr dorthin gegangen, letztes Jahr Sommer. Und ich bin zwar angemeldet dort und dann werden die Fragen so, ja, warum hast du eine neue Mannschaft? Warum sagst du uns nicht Bescheid und so? Ja, gut, dann fahren wir nicht. Doch, doch, doch. Ich muss das klären, weil wir die hier noch zu unserem Turnier einladen müssen. Ist mir egal, wenn ich keinen Bock habe, morgen da jetzt. Ich weiß, Leon. Oh nein, ich muss morgen auch noch einkaufen gehen. Ja.
Schade, morgen wohl kein Turnier. Aber eigentlich wurde... wenn ich nichts zu essen im Kühlschrank habe, dann kann ja, ich auch, dann kann ja, auch nicht weiterleben, Mensch. Ich weiß, natürlich, aber kann man auch heute machen oder morgen früh? Wir haben ja erst ganz spät dort. Klar, also. Heute noch oder morgen früh. Hast du wohl, dann hast du mich gefrühstückt. Ja, wir fangen ja nicht um 8 Uhr, oder? Wenn das jetzt wirklich stimmt. Heute noch, um 8 Uhr ist das Training vorbei. Du weißt, bis ich dich und den Bekloppten nach Hause gebracht habe, ist halb 7, Alter. Aber du weißt, dass es Geld kostet, ne? Was? Einkaufen, ja, logisch. Nein, nicht einkaufen. Doch, natürlich kostet es Geld. Wir haben uns für das Turnier angemeldet, wir haben eine Gebühr gezahlt. Und wenn wir absagen jetzt, kriegen wir dafür eine Strafe. Das kostet Geld. Zudem, ich meine das ernst. Ich schwöre auf alles, Bruder. Ich schwöre auf alles. Du kannst den Hartmut und alles fragen. Das kostet natürlich Geld. Das ist doch nicht umsonst. Der Kerl macht mich fertig. Egal, ich frag den Hartmut gleich mal, schauen, was der sagt. Wenn du mich hier verarscht hast, dann kriegst du einen von Schädel. Kannst du machen, ruhig. Wenn man ein Spiel absagt, kostet das Geld. Mir wurscht. So, Schluss jetzt. Ich habe jetzt die Schnauze voll. Das sagen wir später. Da sind wir wieder. Das Training verlief einigermaßen gut. Nicht wundern, ich habe noch das Trikot an. Umziehen mache ich jetzt zu Hause. Ich muss gleich nochmal trinken, weil mein Opa vorbei. Meine Mama hat mir vorhin nochmal geschrieben, der hat für uns was gekocht. Aber meine Mama hat keine Zeit, das abzuwandern. Das ist überhaupt kein Ding. Dann die beiden Hottentotten muss ich noch beim Theo abliefern. Ich muss sagen, ich habe auch mittlerweile wieder gute Laune. Ich sag's dir, Sport ändert das. Genau, und Sport Freundin. Ändert das. Und Freunde. Und Freunde. Morgen Spiel, ne? Ja. Die Bälle lasse ich im Kofferraum. Dein Sportrolli, wer nimmt den? Augustin. Da passt das ja. Wenn es nicht passt, dann können wir im Notfall auch noch einnehmen. Mhm. Weil ich denke mal, du kommst morgen nicht mit zum Spiel, ne? Ja. Oder Kassis, dann könnten wir rein theoretisch deinen normalen Rollstuhl im Kofferraum tun. Ja. Den Sportrollstuhl hinten rein. Ja. Dann müsste klappen. Aber natürlich nur im Notfall, wenn es nicht anders geht. Übrigens, bei mir hat einer in die Kommentare geschrieben, dass du immer, wenn wir im Auto sitzen, vor der Kamera rauchen willst, um cool rüberzukommen. Das ist Quatsch. Nils. Keine Ahnung, wer das war. Irgend so ein 0815 einer. Jedenfalls an dich, wer auch immer du warst. Kleiner Hurensohn, ich fick dein Vater. Nein. Wer auch immer du warst, jetzt kommt er wahrscheinlich mit dem Spruch, ich wette, du kriegst eh keinen hoch. Doch, kriegt er. Wo wollte ich jetzt sagen? Ah ja, genau. Wer auch immer das war, er tut das nicht, um cool zu wirken, er tut das, um seine Sucht zu befriedigen. Keiner Wichser. Ja, was denn, ja. Ist doch wahr? Nein, ich meine nicht dich, ich meine den Wichser, der das geschrieben hat. Könnte ich auch Nick zutrauen. Boah! Der arme Nick. War wahrscheinlich er. Obwohl, nee, du hast ja kein YouTube-Ding, ne? Ja. Egal. Jedenfalls, ich habe jetzt bessere Laune. Wenn ich jetzt nie noch was machen müsste, hätten wir dich gerne gesagt, komm, lass noch was starten, aber geht ja leider nicht. Egal. Vielleicht beim nächsten Mal. Und morgen haben wir ja auch noch Zeit nach dem Turnier. Egal, ich sag. Fendo oder was? Ne, auf keinen Fall fahren wir nochmal nach Holland. Alles nur nicht das. Egal, ja, das war's auch erstmal. Abmoderation mache ich dann später zu Hause. Und wir haben wieder für Starbound aufgenommen. Das heißt, was jetzt gestern noch rauskam, war noch nicht alles. Und jetzt haben wir es auch so gemacht, dass wir die Länge von den Folgen besser getimed haben. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr so zwei Folgen, die eigentlich zusammengehören, sondern wirklich eine Folge, die komplett auf 25 Minuten beschränkt ist. Da haben wir diesmal drauf geachtet. Geil. Vorher hatten wir es ja so gemacht, wir haben einfach... Oh. Ist du Wichser. Sag mal. Du schwörst mich ab, willst du noch sterben, oder was? Schneid schnell wieder an den Kopf. Das ist ja vorher immer so gemacht, wir haben eine Folge aufgenommen, die war zu lang, deswegen mussten wir die halbieren. Jetzt haben wir extra darauf geachtet, dass die Zeit ausreicht. Das ist nicht lustig, dann bist du Wichser. Kneif ihn. Ich muss fahren. Egal. Du hast ja letztes Mal bei Abo gedreht, was du da? So, hört jetzt mal auf, ey. Gerade wieder gute Laune. Naja, ich sag jetzt auf jeden Fall erstmal hier bis gleich und liefer die beiden dann ab. Also,
Ja, bis gleich. Jo, bin jetzt zu Hause, bin auch schon geduscht und ja, die sind jetzt gerade schon im Voice-Chat. Aufnehmen wollen wir heute allerdings nicht, nur ein bisschen Starbound Just for Fun zocken. Wir haben ja jeder noch neben unserem Charakter, den wir auf YouTube spielen, noch einen anderen Charakter, mit dem wir schon durch sind. Und ja, wir treffen uns meistens so, tauschen Rezepte aus, also Rezepte in Anführungszeichen, bauen dann verschiedene Sachen. Ich habe zum Beispiel schon ein Museum angefangen und Mika hat ein Hotel. Mein Haus ist unendlich groß, Marios Haus ist unendlich groß, sein Garten ist riesig. Rockos Keller ist unfassbar tief. Und was habe ich noch vor? Genau, ich habe vor, einen Stripclub zu bauen. Nein, Quatsch. Aber ich habe in meinem Haus selber habe ich eine Disse, ein normales Bad, eine Bibliothek, einen Zockerraum, eine Lounge und alles, was das Herz begehrt. Und jetzt plane ich gerade noch ein unterirdisches Hotel zu bauen. Quasi, man fährt mit der Bahn runter und ist dann quasi da. Egal. Ob ich das irgendwo mal zeige, weiß ich nicht. Oder so, wenn ihr das mal sehen wollt, wie wir was alles gebaut haben, dann schreibt es mir in die Kommentare und ja, dann zeigen wir es euch. Ansonsten, ich hoffe, das Video heute hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch und auch gerne ein Abo da. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr den Rest auch mal sehen wollt, was wir schon alles gebaut haben, wo wir schon fertig sind mit dem Spiel. Und ja, dann sage ich auch mal direkt bis dahin. Wir sehen uns. Ich wünsche euch was.